Wochenende. Ich habe wieder einen Ausflug vor. Und zwar fahre ich ab auf Encinitas. Ich werde dort surfen. Von dort sogar übernachtet unten. Ich penne dort im Karren. Wir haben es well. Ich bin gespannt. Ich gehe mal bei Toppass-Strasse schauen. Bei uns tut es zu. Und normalerweise gehe ich Redondo Beach. Dort hat es so eine Stelle, wo sie etwas besser laufen. Da hat es auch gerade nicht, es hat Morgennebel. Aber wenn es bei uns eben zutut, die Wellen schnell kommen, das grosse Well ist, gehe ich auch mal hier schauen. Wo ist es hier? Das ist südlich von Redondo Beach und da laufen sie eben zum Teil schon nicht. Aber ich habe natürlich etwas viel Interessanteres für euch, und zwar letztes Montag war Halloween. Und das sind Miriam und ich auf West Hollywood. Dort sagen sie, es ist die grösste Halloween-Party auf der Welt. Und das sind wir uns mal anschauen. Es ist 31. Oktober. Halloween. Miriam und ich gehen jetzt auf West Hollywood. Seid ihr auch dabei? West Hollywood. Ich bin allein auf die Toilette hier. Ja, ich bin sehr gut verkleidet. Ich bin als Schweizer Bergsteiger verkleidet mit meinem Mammutjäckli. Schon cool, für was du da für Kostüm siehst. Apropos Kostüm, ich war jetzt 4,5 Stunden im Wasser, habe die Füßlinge angelegt in Tobu. Es war gar nicht so kalt, es war nur 18 Grad. Also weiter breit der Einzige mit dem Winteranzug und Schuhe an. Aber das Gefecht war cool. Ich hatte zwar ein bisschen Rückenweh, ein bisschen aufpassen beim Paddeln, hat man gegen einen Zweck. Aber sonst hat es Gefecht. Und, ich möchte aber noch eins zurück zum Umzug. Und zwar hat Miriam ein ganz coole Foto gemacht. Und eine kleine Auswahl möchte ich jetzt noch gerne zeigen. Ich selber habe ja keine Ahnung von Halloween. Ich bin ja nicht so der Festtagesspezialist. Und darum habe ich nachher Chris gefragt, ob er mir das erklären kann. Oh, you're gonna get, it's a selfie camera. Yeah, yeah, exactly. Okay. Super easy. So, Chris. Chris, ich bin aus der Schweiz und wir kennen Halloween eigentlich nicht so gut. Wieso denn nicht? Das Fakt einmal. Halloween ist eigentlich ein Kinderviertag. Hey, bin ich eigentlich im Bild? Die Kinder sich verkleiden, aber für die Erwachsenen fängt es natürlich auch. Die Gaufen gehen von Tür zu Tür und verlangen Täfeli und andere Süßigkeiten. Die Erwachsenen nutzen die Gelegenheit natürlich auch, um sich zu verkleiden. Und häufig ist auch Alkohol im Spiel. Das Wichtigste ist einfach, eine gute Zeit zu haben. Halloween steht für Spass zu haben, in eine andere Rolle zu schlüpfen und ganz einfach den Abend geniessen. Enjoying yourself. Das war ein ganz guter Ausflug. Und das ist das, was ich hier schätze. Oder noch nach 7 Jahren
entdecke ich hier immer wieder neues Zeug und spannende neue Abenteuer. Das ist das, was halt schon Fakt am Auswandern. Ich bin mittlerweile in Solana Beach angekommen, z'Nacht. Ich habe mich entschieden, dass ich jünger bleibe, aber kein Hotel, dafür einen grossen Karren. Und da penne ich einfach im Auto. Ja, der Boardbag für das Surfbrett, da penne ich dann schön auf dem gepolsterten Teil. Guten Morgen, Tagwach. So, jetzt aber schauen, wie der Surf ist. Oh, mein Rücken. Autsch.